Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich persönlich ganz freue, denn ich weiß, dass ihr danach gefragt habt. Ich habe hier heute, ich glaube, eine der schönsten Limited Editions von einer Marke, die ich jetzt freierweise mal in die Drogerie mit reinpacke. Denn Art Deco hat eine neue Limited Edition rausgebracht. Ich habe alle Produkte hier und wir werden das Ganze verbinden. Wir testen eine Limited Edition und wir schminken ein Full Face Art Deco. Wir sprechen so ein bisschen, was ist mit der Marke passiert, wo geht die Marke jetzt in nächster Zeit hin, was glauben wir, was damit passiert. Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir auch gleich. Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde. Heute ist Sonntag. Und die Zeit wurde umgestellt. Und ich habe mich so gefreut, dass ich gedacht habe, dass ich so lange geschlafen habe. Guess what? Habe ich nicht. Freunde, wir haben wirklich viele, viele besondere Produkte hier. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das ist jetzt glaube ich schon ein Jahr her, habe ich ein Video gemacht, was ist mit Art Deco passiert? Und das Video hat so ein bisschen Tumult aufgewirbelt, denn ich hatte Produkte, die wirklich komplett mehr als gedacht wunderschön sind und ein paar Produkte, wo ich mir persönlich gedacht habe, warum macht man da nichts draus? Lustigerweise, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, ist eine Woche, nachdem mein Video online gegangen ist, Art Deco in die Drogerie gekommen, als stationäre Marke. Nicht in jedem Laden, aber in vielen, vielen Läden. Und dann dachte ich mir, krass, das war ein Timing, es hätte nicht besser sein können. Jetzt ist die Marke über ein Jahr in der Drogerie erhältlich. Vorher war sie ja online bei Douglas und bei anderen Online-Retailern zu kaufen. Jetzt ist sie aber teilweise auch stationär. Und das ist natürlich eine super gute Sache, um Limited Editions zu testen. Deswegen werden wir heute, ihr habt sie wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen, diese wunderschöne limitierte Edition testen. Das ist eine limitierte Edition, inspiriert von Arts and Crafts aus Italien. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Fliesenmuster kennt. Das ist haptisch. Also ihr merkt richtig, dass das hier richtig hochwertig gearbeitet ist. Und die Produkte werden wir benutzen, denn sie sind einfach so ein Hingucker. Wir starten aber mit einem Produkt, was ich jetzt schon seit ein paar Wochen hier habe. Und das ist der Wonder Skin Primer. Der hat eine weißliche Färbung. Und sobald ihr den auf eure Haut gebt, platzen diese, ich nenne sie jetzt mal Pfarrpigmente auf und hinterlassen so einen ganz zarten Touch an Farbe. Also wirklich minimal. Das ist keine BB-Cream. Das ist weniger Deckkraft als BB-Cream. Ihr seht das, es wird immer ein bisschen mehr. Aber was es macht ist, und dafür benutze ich das total gern auch im Alltag, es versorgt die Haut erstmal total mit Feuchtigkeit. Und ich habe sie, als ich die das erste Mal getestet habe, das erste Wort, was mir einfiel, war Magic Cream. Vom Finish her, wie sich das auf der Haut verhält und wie sich das in die Haut einarbeiten lässt. Sehr, 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 war ich eine gute Grundlage fürs Make-up. Habe ich schon getestet, liebe ich sehr. Ich verlinke euch alle Produkte auch unten in der Infobox. Ihr könnt auf der Art Deco Webseite natürlich ganz, ganz viele verschiedene Produkte da auch finden. Wir machen aber weiter mit Foundation. Ich möchte nämlich unbedingt euch die LE zeigen. Und dafür benutze ich die Rich Treatment Foundation und arbeite die mir erstmal mit einem Beauty Sponge ein. Die ist sehr, 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 sehr reichhaltig. Also wenn ihr zu öliger Haut neigt, würde ich eher eine andere benutzen. Aber wenn ihr zu trockener Haut neigt, ist sie wirklich gut, weil die so, ja, die ist so ein bisschen reflektierend und ist sehr, 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 sehr deckend. Die Foundation hat einen super, super schönen Glow. Also ihr seht es direkt, dass sich das alles super gut verteilen lässt. Ich habe heute auch wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge benutzt. Denn ihr kennt mich, ich habe so einen Look im Kopf, der super, super bronzy, Fokus auf der Haut. Und ihr seht, ne, wie schön die Foundation auf der Haut reflektiert. Das ist amazing. Und ich will so einen super bronzy Goddess-Look machen. Das passt halt zu der LE und ich liebe diesen Look und ihr mögt das auch. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch die Foundation aber auch am Gesicht einmal anschauen könnt. Ich will gar nicht so viel über die Produkte außerhalb der Limited Edition reden, aber die Foundation ist nice. Ich mache einmal Concealer rauf und dann fixieren wir das Ganze. Concealer ist einmal eingearbeitet und jetzt kommen wir tatsächlich wirklich zu diesem Fixing-Puder. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich hatte vor drei Wochen mittlerweile einen TikTok gemacht zu diesem Magic Fix. Ist ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich glaube, es hat mittlerweile 300.000 Aufrufe. Und naja, TikTok ist halt so eine Sache, ne? Das war auf jeden Fall aufregend. Aber
Das ist dieses Produkt, was ihr auf jeden Lippenstift macht und dann bleibt der fest. Also das ist dann wie ein Liquid Lipstick. Und das gibt es halt auch in der Puderversion. Und das ist echt spannend. Das hat zwar eine Puderquaste, die benutze ich persönlich nicht. Aber ich gebe mir das mal hier so ein bisschen in den Deckel. Das ist jetzt in der Farbe transparent, glaube ich. Glaube, steht jetzt, sehe ich jetzt nicht. Gehe hier einfach nochmal lang. Und dann nehme ich das Microfiber Multitool Mini. Und ihr braucht wirklich nur eine kleine Menge. Also das ist kein Baking-Puder, sondern das ist so ein Fixing-Puder. Und das ist etwas, was ich auch jetzt in den letzten Wochen, wo ich die Produkte hier habe und sie auch, ich benutze die Produkte ja, bevor ich sie euch zeige, regelmäßig. Man merkt schon, dass Art Deco von der Qualität her sind die top und die sind eher so Richtung Pro-Make-up gegangen. Und was mir natürlich, hatte ich ein Interview gegeben, da wurde ich gefragt, ja, wie ich mir das denn alles beigebracht habe. Und ich habe halt erzählt, dass ich mir das halt alles selbst beigebracht habe mit YouTube-Videos. Ich meine, ihr habt es gesehen, Freunde, wie ich vor ein paar Jahren noch aussah. Und das Problem, was ich dadurch mir natürlich selbst geschaffen habe, ist, dass ich Make-up-Techniken benutze von YouTube. Make-up-Produkten oder von Produkten, die für YouTube Make-up gemacht sind oder sehr, sehr stark decken, baken. Ne? Das ist ja im Alltag ist das ja gar nicht elementar wichtig. Und bei Art Deco ist es so, vor allem bei diesem Puder merkt man es auch, dass das Produkt sehr fokussiert ist, um punktuell den Glanz wegzunehmen. Ich habe mir das jetzt hier außen nur hingegeben und gehe jetzt mit einem fluffigen Pinsel einfach hier rüber und fixiere damit das ganze Make-up. Das ist sehr ergiebig. Also ihr merkt das, es nimmt sofort dieses Pudrige weg. Die Base ist mattiert. Ich will nicht zu viel benutzen. Und das ist erstmal die Base. Mir gefällt das Ganze sehr gut. Ich gehe jetzt einfach nochmal kurz mit einem Augenbrauenstift durch. Und die Base ist gesettet. Und jetzt, Freunde, Trust and Believe. Willkommen zu der Limited Edition. Es gibt drei Puderprodukte in der LE, die alles dieses Bronzing so ein bisschen zusammenfügen. Wir haben hier einmal den All Seasons Bronzing Powder. Und da sind drei, ich glaube, ja, da könnt ihr sehen. Wir haben drei verschiedene Farben. Wir haben einen etwas helleren, einen dunkleren und einen schimmernden. Und es gibt dazu einen passenden Pinsel, der auch designmäßig daran angepasst ist. Was ich damit gerne mache, ich habe die Produkte natürlich schon benutzt, sonst würde ich sie euch nicht zeigen. Ich gehe mit allen erstmal komplett rüber, seht ihr das? Und dadurch habe ich diesen All-Over-Bronzy-Glow. Und ich probiere auch wirklich heute so ein bisschen anders zu arbeiten, als ich es vielleicht für ein YouTube-Video machen würde. Das gefällt euch ja in letzter Zeit sehr, sehr gut. Mit so einem Bronzing-Powder, was so einen leichten Schimmer. Also das ist kein, hier, ihr seht es, ne? Das ist kein Highlighter. Der hat nur so einen leichten Glow, der die Haut so ein bisschen perfektioniert, weil es ein ganz, ganz zarter Schimmer ist. Und wenn ich damit überall rüber gehe, ganz leicht, habe ich wie so ein Finishing-Puder, was meine Base ein bisschen dunkler macht, also ein bisschen sonnengeküsster macht. Üblicherweise bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten mit großen Fännchen mit verschiedenen Farben, weil manchmal möchte ich vielleicht keinen Schimmer haben, aber da ist das Schöne, das Fännchen ist so groß, dass ihr wirklich auch nur punktuell hier unten in den dunklen oder in den hellen oder auch nur in den Schimmerbereich gehen könnt. Und damit funktioniert das dann. Also wenn ihr einen Tag keine Lust auf Schimmer habt, lasst dann Schimmer raus. Das ist ein sehr, sehr schöner Bronzer. Ihr seht es von der Farbe, der ist nicht zu warm, er ist aber auch nicht zu kalt. Und es ist ein bisschen schwierig, weil die Limited Edition ist angelegt an wirklich dieses Super Gorgeous Bronzy. Also dieses schöne, sonnengeküsste, so ein bisschen Dolce Vita Flair. Italienisches Dolce Vita Flair finde ich persönlich ganz, ganz schön. Und da passt das Packaging auch gut zu. Wir haben noch was anderes. Und dieses Ding ist der Wahnsinn. Das ist ein Bronzing Blush. Und das ist so eine Mischung aus Bronzer und Blush und Highlighter. Mein Gott, Maxim, du hast dich auch wieder selbst übertroffen. Auch hier drei verschiedene Farben: einen dunkleren, einen helleren und einen ganz, ganz hellen. Und der hat auch einen Schimmer mit drin, aber nicht so intensiv, dass das Ganze zu viel aussieht. Und damit bin ich letzte Mal, und das hat euch in dem Reel so gut gefallen, einfach hier rüber gegangen. Und der ist vom Unterton, hat der so einen leichten orangenen Touch, der in diesen Bronzer mit reinpasst. Und durch diese dunkle Farbe geht er so ein bisschen hier rein. Das ist ein Ding, das wird meine Mutter lieben, weil meine Mutter macht nicht so viel an verschiedenen Pudertexturen. Die nimmt ein Produkt und geht damit über ihr Gesicht. Und dadurch, dass wir halt hier auch so eine etwas dunklere Farbe haben,
könnt ihr das auch als Bronzer-Ersatz nehmen. Und dann passt alles sehr harmonisch. Seht ihr das miteinander zusammen, mit dem Bronzer? Es sieht nicht aus wie Fürst Pückler-Eis. Das ist das, was hab ich mich neulich gefragt, ne? Wir haben Puder unter den Augen, es ist hell. Wir haben die Kontur, die ist dunkel, und wir haben dann den Blush. Und diese Dreierkombination, dieses Dreiergespann, wenn man das nicht perfekt ineinander einblendet, ist es meistens so ein bisschen fürs Pückler-Eis, ne? Hier ist rot, da ist braun, hier ist weiß oder je nachdem. Und wenn das alles farblich so ein bisschen besser zusammenpasst, habt ihr so ein sehr harmonisches Bild. Ihr seht auch, die Reflexion ist nicht zu stark. Wenn ich nach vorne gucke, habe ich hier nicht dunkle Schimmerstreifen. Aber wenn das Licht so auf das Gesicht scheint, mega. Was super gut funktioniert damit, habe ich in den letzten Tagen gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich bei Instagram gesehen. Ich habe nicht so viel Make-up getragen in den letzten Wochen, weil ich einfach keine Zeit hatte, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe keine Zeit gehabt, Make-up zu tragen. Und wenn man dann einfach so ein bisschen mit diesem Bronzing-Puder oder diesem Blusher übers Gesicht geht, dann sieht man gleich nicht ganz so leblos aus, so wie ich in letzter Zeit. Und jetzt kommen wir zu einem Highlighter. Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, oh Girl. Ich hatte euch doch neulich den Pat McGrath's Labs Highlighter gezeigt. Ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Highlighter. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Aber der hier ist literally sehr, 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 sehr ähnlich. Halt, kostet nur ein Fünftel davon. Der ist auch ganz zart, aber ihr könnt ihn aufbauen. Der hat so einen leichten goldenen Unterton. Und was ich damit mache, ist, ich gebe punktuell nur an die Stellen, die ich noch so ein bisschen aufgewärmt haben möchte. Der ist von der Farbe her bei mir genau richtig. Wenn ihr ein bisschen heller seid, dann eignet der sich so als Bronzer Topper eigentlich ganz gut. Und der gibt, schaut mal, so eine leichte Wärme nochmal zurück ins Gesicht und damit einfach hier überall übers Gesicht. Kommt mal ran auf den Meter. So könnt ihr das Ganze einmal von nahem sehen. Ihr seht es, ne? Das ist nicht zu warm. Ich schaue gerade meinen Bildschirm, dass ich das genau sehe und beschreiben kann. Es ist nicht zu warm und es hat halt diesen. Es gibt einen Unterschied bei Bronzer zwischen Oliv und Orange. Und wenn ich beispielsweise in die Sonne gehe, werde ich ja nicht Solarium-Orange. Wenn ich in der Sonne bin und Farbe bekomme, kriege ich so einen leichten Touch an Oliv. Und dann sieht die Bräune auch wesentlich natürlicher aus. Deswegen meinte ich eben, ihr könntet im Prinzip das gesamte Produkt auch übers komplette Gesicht geben und ihr habt dann dieses Lebendige im Gesicht. Sehr, sehr schön. Die LE von den Puderprodukten, wirklich perfekt für den Sommer und sieht halt auch wirklich nice aus. Wir haben aus der LE noch ein paar andere Produkte. Ich möchte mir jetzt aber ein bisschen was auf die Lippen geben. Ihr seht, ich habe so ein bisschen crusty Lips. Und da haben wir hier einen Lippenstift. Ich habe leider die Verpackung nicht mehr, aber der hat so zwei verschiedene, beziehungsweise drei verschiedene Segmente. Einmal Farbe und einmal Pflege. Und seht ihr das? Krass, der hat wirklich richtig, richtig schöne Farbe. Und auch der ist vom Unterton so ein bisschen, ich will nicht sagen orange, weil ich finde, wir setzen mit Orange immer nicht schön gleich. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Aber dadurch, dass er vom Unterton her auch dieses etwas wärmere hat, harmoniert er auch wieder mit dem Bronzer. Wisst ihr, was wir jetzt mal probieren? Das mache ich ja immer total gerne. Ich gebe mir hier ein bisschen was auf die Hand. Und jetzt seht ihr auch mal so einen Texturswatch, ne? Der ist super, super cremig und super, super pflegend. Und den geben wir jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen rüber, um dieses Glossy, wow, zurück ins Gesicht zu kriegen. Und jetzt passt es noch besser dazu. I love it. Alright, Freunde. Jetzt wird spannend. Wir haben nämlich Eye-Sticks. Und üblicherweise bin ich ja nicht so die größte Maus, die Eye-Sticks gut benutzen kann. Ich hatte letzte Mal, und das hat euch super gut gefallen, einfach nur mit diesem braunen High-Performance-Eyeshadow-Stilo in der Farbe 19 hier hinten so eine ganz, 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 ganz kleine Linie gemacht. Schaut mal, wie so ein Liner. Ihr habt dann tatsächlich einen Moment Zeit und dann gehe ich mit dem ganz, ganz kleinen flachen Cut-Crease-Brush aus meiner Pinselkollektion mit Tizia, hier lang, buff den so ein bisschen aus und hab dann wie so einen kleinen Winged Liner, der das ganze Gesicht noch so ein bisschen nach oben zieht. Ich will aber unbedingt dieses Blau mal benutzen. Ich finde, blaue Eyeliner können immer so ein bisschen Spannung noch mit reinbringen. Ich habe den tatsächlich auch noch nicht benutzt. Wir gehen jetzt einfach mal hier mit über diesen Braunen und der hat eine echt gute Deckkraft. Und jetzt blende ich das hier einfach so ein bisschen
diffus aus. Ihr habt wirklich einen kleinen Moment Zeit und dann setzt er sich selber. Und es gibt halt nochmal so einen kleinen Touch an Farbe. Was wir jetzt aber machen, wir haben auch noch so einen goldenen Ton. Den gebe ich mich hier auf den Handrücken. Und damit gehe ich einfach hier vorne aufs Auge. Bewegung mit aufs Auge. Seht ihr das? Das ist ganz subtil, ganz zart oder als Browbone Highlight. She's cute. Es gibt tatsächlich auch richtige Eyeliner in Blau. Ich swatch euch den mal ganz kurz. Das ist die Farbe 6. Oh, kommt. Was soll der jetzt? Wir gehen jetzt einfach rüber. Wow. Der ist wirklich richtig, richtig königsblau. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das Licht so gut mitmacht. So, und jetzt seht ihr auch auf die Entfernung dieses super simple, ne? Also das ist ja nicht viel, was wir jetzt drauf haben, aber trotzdem aussagekräftig. Halt, stopp, Freunde. Schaut euch bitte das einmal kurz an. Ich habe einfach die Linie noch ein bisschen weiter gemacht und der Look sieht gleich komplett anders aus. Ich muss es euch noch mal kurz zeigen. Cut, zurück. Wir benutzen jetzt die Mascara. Auch die ist passend in diesem Arts and Crafts Design. Hat ein großes Bürstchen und macht wirklich schöne, schwarze, gebogene Wimpern. Und jetzt passt das Ganze auch richtig, richtig nice zusammen. Wow! Was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied zu anderen Drogeriemarken? Von der Qualität vielleicht, vom Auftrag her? Ich finde, die LE ist wirklich, wirklich schön. Ich liebe diese Bronzer-Produkte. Dieses, schaut mal bitte meine Stirn an. Was sagt ihr? Wie gefällt euch dieser Look? Wie gefällt euch diese Limited Edition? Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank an Adeko, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Ich würde vorschlagen, ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox, die ich heute benutzt habe, für diesen super gorgeous Bronzy Italian Dolce Vita Flair Look. Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss!